Jo Leute, ich begrüße euch zu einem neuen Video. Ich habe jetzt gerade mir als Mission gesetzt für heute, dass wir den 30er Enchanter completen. Und danke, Wufi, ich hab dich auch ganz doll lieb. Ist gut, keine Sorge. Ich glaube, hier bricht niemand ein in unserem Häuslein. Nein, aber ich habe mir heute als Ziel gesetzt, dass wir über die Villager-Dörfer oder über Villager-Dörfer, die ich jetzt suche, dann halt den 30er Enchanter irgendwie hinbekommen. Ich glaube, in den Dörfern gibt es nämlich Bibliotheken, wo die Bücherregale spawnen. Und darüber könnte man halt dann easy das Leder bekommen, was wir brauchen für den Enchanter. Und in die Richtung wollte ich heute gehen so. Weil der 30er Enchanter ist das, was jetzt eigentlich alle Projekte, die ich so im Kopf habe, daran hindert. Weil ich will ja eine große Bambusfarm erstmal bauen. Und die würde ich ganz in dem Untergrund eigentlich erstmal bauen so. In unserem kleinen Bergchen. Und danach können wir dann nämlich das Haus mit den Rüstungs- oder mit den Rüstungsgerüstblöcken weiterbauen. Nur das alles erfordert halt diesen 30er Enchanter und den gehen wir heute auf ganz entspannt ein bisschen nebenbei suchen. Keine Ahnung, ich bin ein Typ, der baut. Ich liebe das Bauen, das habe ich euch schon mal gesagt und das wisst ihr wahrscheinlich auch so. Ich liebe das Bauen, Alter. Bauen ist einfach toll in Minecraft. Und dieses Farm ist zwar auch irgendwo mein Ding und gehört halt auch irgendwo dazu, aber dieses Suchen nach bestimmten Items, damit man sie hat, ist halt... Oh, ich weiß nicht. Für euch wahrscheinlich spannend, so wenn ich jetzt hier Villager-Dörfer und so suche, bestimmt auch wahrscheinlich spannender. Und hallo Lamis, na, alles gut? Ja, ist gut. Wahrscheinlich auch spannender. Droppen die Leder? Die droppen Leder, oh Leute. Dann muss ich euch Lamis mal ganz kurz, ja. Es tut mir leid, Lamis. Naja, aber wahrscheinlich ist es für euch auch spannender, als wenn ich jetzt die ganze Zeit baue. Aber ich weiß nicht, für mich ist es einfach so viel geiler, wenn ich mein Stuff habe so, mein Grundstuff, mein Dia-Stuff am besten, der enchanted ist nun mal. Und damit, und da ist das Villager-Dorf, das haben wir ja schon mal gelootet und gesehen, ich würde einmal jetzt in die Richtung da abschwenken, mit dem ich halt bauen kann und auch nicht unbedingt durchgehend Blöcke farmen muss oder so, sondern halt einfach alles habe. Und in der Phase sind wir halt noch, weil ich habe jetzt die letzte Zeit gebaut in den letzten Folgen, habt ihr ja alles gesehen. Und jetzt in den letzten 3 Folgen habe ich ja so ein bisschen auf erkundungsmäßig ein bisschen was gemacht. Weil das Ding einfach ist, dass ohne den Stuff, der das Bauen halt schneller macht, der ist halt alles ein bisschen vereinfacht, brauchen wir halt ewig für ein so ein Haus. Und deswegen dachte ich mir jetzt, jo, gehe ich einfach mal los und schaue mir die Welt so an und hoffe mal, dass wir ein bisschen Glück haben. Leute, guckt mal, wer da ist. Oh mein Gott. Was ein Ehrenmann. Da ist unser Bruder. Unser Bruder aus der allerersten Folge. Oh mein Gott, als ob ich dich nochmal wiedersehe. Ich dachte, du bist schon weg. Er schwimmt da immer noch. Nur mittlerweile ist er nicht mehr unsichtbar. Hallo. Ey, mein Freund, na? Alles fit? Hallo, Brudi. Na? Alles gut? Glaubt ihr, er ist sauer, wenn ich seine Lamis töte für Leder? Nee, das kann ich bringen. Er hat aber immer noch genau die doofen Trades wie vorher auch. Und was bringt eigentlich dieser Effekt vom Delfin, Leute? Ich habe keine Ahnung. Oh, da vorne ist ein Wrack. Und sogar ein besseres Biom, endlich mal weg von dem Sand. Dann werde ich jetzt erstmal zum Wrack mich bewegen. Und danach drückt wirklich die Daumen, Alter. Dass wir da ein ordentliches Dorf finden. Das wäre so geil. Einfach nur so ein schnieges Dorf ist hier. So ohne Probleme. Dann ohne Probleme einfach der 30er Enchanter. Es werden Kühe würden auch schon reichen, so ein paar viele Kühe. Oh, eine XP-Botte. Bringt mir zwar nichts, aber hey. Mann, liebe Welt, komm. Erhöre mich doch einfach. Und lass mich doch bitte einfach einmal Glück haben. Und nicht gegen 1000 Mobs fighten. Oh mein Gott. Der Creeper stresst mich am meisten, weil ich an so einem Ding schon mal verreckt bin. Du kannst mir doch nicht erzählen. Ich bin über 2000 Blöcke bisher gelaufen und habe noch kein Dorf gefunden. Kühe, ja, die ersten, hallo Freunde. Ich muss mal ganz kurz, einfach nur für das Leder. Ich kann euch nicht fangen, weil ihr seid viel zu weit von meinem Zuhause entfernt. Aber es ist schon mal gut, dass ich euch jetzt gerade gefunden habe, damit wir wenigstens
keine Nichtsausbeute haben. Da! Ja! 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 Oh, endlich! Ja, okay. Bitte. Bitte lass da einfach jetzt verdammt nochmal eine Bibliothek drin sein, wo wir genügend Bücher rausbekommen, dass wir genügend, und ich meine wirklich genügend, Bücher für den 30er Enchanter haben. Also erstmal ist hier ein Ertrunkenendorf direkt da drunter, okay. Und zweitens haben wir auch wieder echt eine Menge an Essen. Und bitte, wie geil sehen diese 1.14 Dörfer aus. Und es wird pünktlich zu dem Fund des Dorfes auch wieder Tag. Das ist natürlich super. Boah, allein die Wege von diesen Dörfern sind halt echt geil so. Hallo, ein Bett. Kannst du irgendwas Cooles? Hallo? Bist du... Oh, Langweiler, alter Junge. Der hat einfach keinen Beruf. Der hat einfach keinen Job. Junge. So, lass doch hier bitte irgendwo... Und ach Leute, ich habe gesehen... Genau, das wollte ich euch noch zeigen. Ich habe gesehen, es gibt jetzt... Oder man kann jetzt die Rinde der Blöcke einfach abmachen. Wie heftig ist das bitte? Gebt euch das. Das ist jetzt einfach so ein richtig sexy, nicer Block. Ist doch geil, oder? Müsst ihr zugeben, es ist schon heftig. Oh, was ist das? Kann man hier... Hä? Reparieren und... Okay. Das ist interessant. Und hallo, liebe Katze, die da miaut im Hintergrund. Ah ja, das ist das Ding. Das nehme ich auch einfach mal mit. Und hier ist ein bisschen Weizen. Cool. Danke, Weizen. Und da oben... Oh, da oben ist irgendein... Ich glaube, da oben ist ein richtig heftiges Häuslein. Ist hier oben... Bitte sag mir, da sind Bücherregale drin. Bitte sag mir, da sind Bücherregale drin. Nein, aber was ist das? Ein Kartentisch? Kann man da Karten vergrößern oder was? Eine leere Karte? Brot? Was ist hier? Ist hier auch so ein Kartentisch? Ja, und hier ist auch ein Typ. Hallo. Und sogar ein guter 24 für Dings. Also ist doch gar nicht schlecht, oder? Komm, bitte. Hallo, lieber Eisenkohler. Mit dir möchte ich mich echt nicht anlegen. Komm, lass doch hier irgendwo eine Bibliothek sein. Und die Akaziensätzlinge nehmen wir auch mit. Alter, was ist das für ein riesiges Dorf? Wow. Komm, hier jetzt. Hier, komm. Gibt's hier jetzt Zeug? Och, auch nicht. Aber es gibt hier so ein Dorf, so ein Backofen, glaube ich. Und so ein Ofen, der halt schneller brennt. Bin ich mir aber nicht ganz sicher. Und da sind Keramikblöcke. Komm, das ist jetzt das Haus. Was ist das denn hier für ein Haus? Hier ist ja nichts. Aber ich habe jetzt ganz viel coolen Stuff. Okay, da hinten ist ein Dings. Da gehen wir auch mal direkt hin. Ein Dings, ein Wrack. Ich bin mir halt überhaupt nicht sicher oder ich habe gar keine Ahnung, ob es überhaupt Bücherregale in den Städten gibt. In den Villager-Dörfern. Und da ist ein Wassertempel. Da ist einfach ein Wassertempel. Okay, den looten wir nicht. Ich screenshotte mir direkt die Koordinaten. Also das ist bisher mit Abstand die erfolgreichste Erkundungstour, die wir bisher hatten. Und ich hoffe mal, dass ich irgendwie Luft... das schaffe ich nicht. Oh je. Das Ding ist, wenn wir schon kein Dorf gefunden haben und es keine Bibliothek gibt, ich bin mir 0% sicher. Aber falls es das wirklich nicht gibt, dann müssen wir unbedingt schauen. Und hier wäre Luft sogar gewesen. Dann müssen wir unbedingt schauen, wie das aussieht, dass wir an den 30er Enchanter kommen. Aber bisher ist ja gar nicht so schlecht, was wir hier an Loot rausholen. Hier in den, stimmt, in den Ender Dimensions gibt es doch hier in den End, da wo es halt auch, ne, das Endportal gibt. Da gibt es sowas definitiv auch, das weiß ich. Nur ich habe halt nicht genügend Enderperlen und fühle mich momentan auch nicht ausgerüstet dazu, dass ich jetzt die Enderperlen einfach mir ranhole. Ich glaube, das geht einfach über Villager Trades, könnte man das machen. Ich bin mir aber nicht sicher. Und das ist wieder eine andere Art vom Dorf. Karotten. Hier wäre Bambus drin gewesen. Ernsthaft? Und ich suche gestern... Oh, und ich suche gestern einfach 40 Minuten nach Bambus.
Obwohl das hier drin gewesen wäre, willst. Nee, das Spiel prankt mich einfach, glaube ich. Oh, wow. Das wäre einfach hier in der Kiste gewesen. Ich fass es nicht, Alter. LOL. Da hinten ist einfach noch ein Wassertempel. What? Okay, der Screenshot. LOL. Wir haben einfach zwei Wassertempel gefunden. Zwei Stück so nah beieinander. LOL. Es macht ja mal so absolut gar keinen Sinn. Vor allem, als ob die so nah beieinander sind. Das Game überrascht mich halt immer wieder. So, ich hoffe mal, dass ich hier unten jetzt irgendwie nach da oben komme. Das wäre halt auch so ein Ding. Mit diesen Gerüstblöcken würde man in diesem zerklüfteten Biom, wenn wir später genug davon haben, so easy von A nach B kommen. So, und wir müssen jetzt mal langsam ein bisschen gucken, dass wir nach links ausweichen. Ich bin schon 200 Blöcke schon wieder zu weit nach rechts gelaufen. Oh no, oh no, oh no. Oh mein Gott. Da kam gerade einfach der Creeper um die Ecke. Ich habe vor dem Creeper so Schiss, ne? Und da noch, komm, ja. Oh mein Gott. Da noch in Kombination von diesem Kackskelett und da oben ist noch eine Kuh. Die schnappe ich mir jetzt noch fürs Leder. Oh, ich krieg da mal richtige gefühlte Herzattacken, wenn ich diesen Creeper sehe, ne? Oh mein Gott. Ja, ich baue jetzt zu Hause direkt, wenn ich da bin. Und wir unseren Loot einmal durchgeguckt haben. Ja. Werde ich direkt mich daran setzen, dass wir in der nächsten Folge unsere Farm bauen. Und danach diese Blöcke bauen können. Dann haben wir ja noch den Cave Spider Spawner, wo wir theoretisch auch genug Fäden von bekommen. Ganz locker easy. Und mit den Fäden kann man ja dann diese Gerüstblöcke bauen. Und dann sind wir halt, also dann steht echt nichts mehr theoretisch so richtig im Wege. Geile Erkundungstouren, alles dann easy. Ich habe auch überlegt, da hinter uns, auf diese Berge da sind so heftig, da kann man später noch, ganz viel später im Projekt, kann man da noch so kranken Shit drauf bauen, so. Also richtig, so richtig geilen Shit, wisst ihr, wie ich meine, so richtig heftig. Alter, sind da viele Mobs. Hier, gebt euch alleine, Leute, das. Hier kann man so viel, allein da, stellt euch da vor, heftiges Haus, so Verbindungen, da zwei, ich glaube, das ist das nächste Projekt, was ich mir vornehme, da zwei heftige Häuser an Verbindungen, da zwei heftige Häuser, kannst du irgendwie über den Berg runter und, Leute, ihr denkt euch wahrscheinlich, was labert dieser Typ da für eine Scheiße, aber ich denke mir, Schock, einfach so Schock. Das ist, oh nee. Leute, da eskaliert meine Kreativität gerade. Wir haben es 21.20 Uhr. Ich habe morgen Schule. Will jetzt eigentlich noch ein bisschen zocken, so. Weil ich gerade einfach, ich bin gerade einfach im Feeling. Und muss eigentlich auch noch ein bisschen was machen morgen für die Schule. Aber ich habe mir einfach, ich zocke jetzt erstmal. Und der Rest wird einfach später gemacht. Wenn ich ein bisschen länger wach bin, ist halt so. Kenne ich ja. Bin ich ja ein bisschen schon gewohnt, so. In diesem länger wach sein. Ich habe aber noch habe ich keine Ahnung, was das Zeug alles bringt. Ihr könnt mir das ja in die Kommentare schreiben, wenn ihr wollt. Ich werde mich wahrscheinlich darüber auch selber noch informieren. Aber ich weiß, dass man hier bekommt man irgendwas draus. Ich glaube, Knochenmehl, wenn ich mich nicht irre. Und das kann man auch automatisieren. Und das ist eh gerade Tag geworden, glaube ich. So, aber im Prinzip irgendwie an Leder oder irgendwas, was wir wirklich, wirklich dringend gebraucht haben, habe ich jetzt nicht viel gefunden, leider. Wir verschieben das 30er Enchantment-Projekt, was ja eigentlich heute war, auf die nächsten kommenden Folgen. Und ich habe immer einen Ruckler, wenn ich hier langlaufe, ne? Ja, immer hier. Keine Ahnung, woran das liegt, Alter. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. In der nächsten Folge kümmern wir uns endlich um ein großes Anbaufeld für Weizen, für Zuckerrohr und für unser Bambus. Vor allem Bambus, ganz wichtig. Ich glaube, das machen wir da drüben mal. Naja, Leute, ich würde sagen, wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dann und ciao.